Ich mag die Map nicht. Ich dachte, du bist ja gegen sie eigentlich immer. Oh oh. Ach, du bist das hier. Das ist aber nicht gut. Ja. Ja, ich weiß auch. Warum? Hat er dich auch erwischt? Nein. Oh, sehr gut. Ich bin ja kein Vollidiot. Oh, jetzt bin ich tot. Mich hat nicht der Panzer erwischt. Mich hat nicht der Panzer erwischt. Ja, ja. Nicht lustig. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ja. Triffst du den dann nicht, oder was? Hinter uns. Triffst du den dann nicht? Ich sag nichts. Hm? Na klar. Kenn den nicht. Ich hab das alles schon vergessen. Keine Sorge. Das wundert mich nicht. Was? Ich kenne dein Gedächtnis. Ein Sieb ist nichts dagegen. Naja, doch. Ein Sieb ist besser. Das Weil es nicht alles durchlässt. Ja, du sollst aufhören, bei mir zu spawnen. Das bringt Unglück. Oh. Sonst sagst du immer, spawn bei mir, spawn bei mir. Oh, ich dachte, du hättest gar nicht überlebt. Ich bin weggelaufen. Oh, sehr gut. Das ist das Prinzip, wenn ich bei dir spawne. Spawn und weglaufen und ich bin tot. Diesmal war ich nicht schuld. Du bist immer schuld. Na klar. Aha. Warum erschießt mich irgendwer aus dem. Ja. Warum erschießt mich irgendwer aus dem Hinterhalt? Naja klar, weil Peter dann schuld ist. Warum kommt der Panzer angefahren? Naja, weil Peter schuld ist. Warum regnet's? Na, Peter ist schuld. Das solltest du vielleicht rausschneiden. Wieso? Du bist doch Peter. Au. Oh. Okay. Oder war das jetzt gewollt? Eigentlich nicht. Ja. Okay, das gibt einen Cut. Naja. Ja, und hier sind wir. Mein Gott, das kann doch jedem mal passieren. Ja, ich weiß. Das bist du. Nee, das bist gar nicht du. Aber es ist trotzdem Freund. Na, auf jeden Fall ist der Peter mal schuld, ne? Ja, ist richtig. Wirklich unfair sowas. Ich glaube, du sollst an dieser Stelle einfach mal den Ton wegmachen, dann passt das schon. Ja, ich denke auch. Ich nehme das ja so sechs drauf. Ja. Ah, lässt du nicht wieder Fraps mitlaufen? Ich Fraps, aber da kann ich ja das Mikro von mir nicht aufnehmen. Ah, ja, stimmt. Aber ich habe zur Sicherheit auch noch Teamspeak diesmal mit. Ja, ist richtig. Warum eigentlich? Naja, falls Outer City wieder meint, er müsst, das bricht einfach mal ab. Ach ja, 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 ich hab, das ist unser, wie hieß das? You don't know Jack Trauma, hatte ich schon mal. Genau, genau, und deshalb dachte ich, mach's einfach und dann kann ja gar nichts mehr schief gehen. Außer Fraps gibt den Geist auf. Was wir nicht hoffen. Nee, das wäre eigentlich auch schlimm. Ich glaube, dann würde ich aufhören. Für immer? Jedenfalls für die nächsten Monate. Oh nein, deine vielen Fans. Du darfst sie nicht im Stich lassen. Sag, was soll ich eigentlich alles hier noch rausschneiden? Warum willst du das rausschneiden? Nein, das lasse ich drin, aber ich meine ja nur... Wenn wir schon mal dabei sind, hast du noch irgendwen, gegen den du bashen willst? Wieso noch? Ich meine, wir sind hier unter uns. Ja, uns hört ja keiner zu. Entschuldigung, ich habe einen Heli verfolgt. Oh, kein Ding. Der hatte Priorität vor dir. Naja, ich habe mich dran gewöhnt. Ich bin halt unwichtig. Das ist richtig.
Manchmal komme ich mir vor, als spielen wir hier böser Kopf, guter Kopf. Was? Du meinst böser Kopf, oder? So funktioniert das doch. So böse finde ich dich gar nicht. Ja, aber eigentlich dachte ich, die beiden arbeiten immer zusammen gegen etwas anderes und nicht gegen sich selbst. Tun wir doch gerade, wir arbeiten zusammen gegen die anderen. Ja, im Spiel schon, aber ich meine, ist das ein Merkmal von guter Kopf, böser Kopf, dass man sich gegenseitig mental fertig macht? Ist ja die Frage, machen wir uns gegenseitig mental fertig? Es ist mehr so eine Art Unterhaltung. Slapstick. Ich weiß nicht, ob man das noch wirklich in diese Richtung Komödie stecken kann. Oh, ich bin bei dir gespawnt und gestorben. Hey, ich hab dich vorhin gewarnt. Ja, ist richtig. Ich. Ja. Also ich hab's mir irgendwann abgewöhnt, auf dich zu hören. Oh. Und tada! Ja, ich kann einfach nicht anders. Warum bist du da bis jetzt hier hinten gespawnt? Ne, weil kein Punkt mehr. Achso, wir haben ja Squad-Mitglieder, verdammt. Ja, das wollte ich mir jetzt abgewöhnen, dass ich bei denen spawn, weil ich sterb ja immer. Aha. Und das für ein langer Fußmarsch. Ach, Bewegung tut uns gut. Ist doch schön, ein kleiner Spaziergang über die Wiesen. Die recht eintönig sind. Wo bist du? Na, ich hier vorne. Ich bin schon bei dem Punkt, den die Gegner gerade einnehmen. Oh. Oh, verdammter Mistkerl. Sprich dich aus. Hab ich gerade. Nur Mistkerl, oh Gott. Pestfreude? Zu anders. Vielleicht. Du Peter. Glaub mir, das hätte ihn getroffen. Ich versuche immer nett und freundlich zu sein, aber ich weiß nicht, ich kann es nicht. Ich glaube, das passiert bei uns immer nach einer gewissen Spielzeit, habe ich das Gefühl. Ja, und wenn es mal nicht so gut läuft. Ja. Naja, aber das hatten wir doch auch erst schon bei WoW letztens. Stimmt. Ja, was wir natürlich nicht beweisen können, weil die Aufnahme total gefailt hat. Ja, richtig. Aber im Prinzip. Oh Gott, Mörser. Also im Prinzip ist es da genauso gelaufen, ne? Oh, ich habe das verdrängt. Ja, ich meine, am Anfang haben wir uns immer alles Mögliche erzählt. So, ja, wie ist denn gerade so das Spiel und das Level und das und die Quest. Und nachher kamst du noch, ja, warum blinzelst du denn hier ständig? Ja, das stimmt. Ja, du hast aber auch ständig geblinzelt, Mann. Ich habe es in dem Video gesehen. Und ich fand das scheiße. Ja, sonst wärst du mir doch mal davongelaufen. Was kann ich dafür, dass du so langsam bist? Na, das habe ich ja dadurch kompensiert. Dadurch war alles wieder in Ordnung. Aber du bist mir auf den Geist gegangen. Fandst du das auch in Ordnung? Ehrliche Antwort. Ich kann es mir vorstellen. Nein, ich fand's nicht in Ordnung. Das war keine ehrliche Antwort. Woher willst du das jetzt wissen? Ich kenne dich. Ja, aber die Zuschauer kennen mich nicht so. Weißt du, für die ist das alles bitterer Ernst. Jedes Wort, was wir hier sprechen. Oh Gott. Und das untermauerst du, indem du sehr merkwürdig lachst. Naja, ich meine,
Du musst einfach nur dran denken, wenn jemand das hier wirklich für voll nimmt, was wir hier sagen. Dann sollten wir uns echt Sorgen um deine Community machen. Die große Community. Ich habe gesagt, eine Community, nicht die große Community. Nicht, dass du nachher mit Leserbriefen und so bombardiert wirst. Ich habe ja noch kein eigenes Postfach, also so weit ist es noch nicht. Geht's auch nicht, das ist in Planung. Naja, vielleicht bei, weiß nicht, da bräuchte man glaube ich schon mindestens 1000 Abonnenten oder so. Das ist eine realistische Zahl für dich. Hey, jeder hat mal klein angefangen. Ja. Und viele hören auch klein wieder auf. Aber du nicht, du ziehst das Eisern durch. Das bewundere ich von dir. Ach ja. Nein. Naja, immerhin mach ich das ja hier auch für mich, nicht nur für die Zuschauer, weil sonst würde sich das ja wirklich nicht so lohnen. Also jetzt nichts gegen die Community, also gegen meine Abonnenten, die ich wirklich sehr schätze. Aber man macht das natürlich wirklich, weil es einem auch Spaß macht. Das ist ja die Hauptsache. Ich würde dann an dieser Stelle einen Cut machen. Also, ja, na klar. Moment. Hast die Punkte wieder? Also beenden. Ach, richtig. Okay. Ja gut, dann Leute, ihr habt gehört, das MOP-Release rückt in nahende, greifbare Nähe. Yeah. Ja, und da ist es natürlich dann jetzt wirklich nötig, sofort alles stehen und liegen zu lassen und loszulegen dann. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir das hier. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal in einem halben Jahr, wenn ich mit MOP fertig bin. Genau, also wahrscheinlich wird so schnell kein Together erstmal kommen, also jetzt für die nächsten Wochen. Ich glaube, ein Jahr wird es nicht dauern. Wer weiß das schon. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten gerade schon Spaß, wie ihr gehört habt. Ihr hattet hoffentlich auch Spaß. Und man sieht sich wieder beim nächsten Let's Play. Adios. Macht's gut.